Was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kevin Schreiber. Neues Reaction Video. Heute Wikinger Schild selber bauen mit Mr. Plato, das bin ich. Und zwar am 23.12.2020, das ist noch gar nicht so sehr alt. 50 Aufrufe knapp. Schauen wir es uns an. Also, guckt euch dieses Bild an und guckt euch dieses Bild an. Man sieht den Unterschied. Hässlich. Los geht's. Professionellen Tisch. Guten Tag, meine lieben Freunde. Heute sind wir hier in Woodworking Fishers. Heißt es so? Fishies Woodwork. Woodwork. Werkstatt. Fishies Woodwork. Werkstatt. Fishies Woodwork Werkstatt. Heute bauen wir ein Wikinger-Schild. Walla, Halla! Ja, was ist denn da los? Zuerst nehmen wir dieses Brett hier und schneiden das auf 80 cm. Und hier in diese kleinen Ecken hier, in diese Falz da, heißt es Falz? Phase. Das hier nennt man Phase. Du bist doch Fishies Woodwork. Hier auf die Stirnseite da, ich hab keine Ahnung, wie das heißt jetzt im Moment. Machen wir Dübel rein! Mit dieser Dübelmaschine! David! Was? Also wir machen... Ekelhaft. Machen wir jetzt mit der Dübelfräse da ein Loch. Machen wir einen Schlitz. Also, das ist Technik, du. Jetzt steckt man da ein Plättchen rein. Also, das ist natürlich... Daran merkst du, dass er schon lange kein Bier mehr hatte. Dann kann man das Dübel... Oh, das haben so Schichten, ne? So aufeinander. Das ist schon nicht schlecht. Kennst dich aus in deiner Werkstatt? Was genau ist jetzt das, David? Was, wie nennt man das? Schraubzwinger mit... wie heißt es hier? Eschel. Schraubzwinger mit... Schonbocken. Schonbocken. Schon backen. Und da hinten macht der Kevin eine schöne Schüssel aus Holz, aber wird auch nicht fertig. Die schon ein Jahr lang drin ist. Blick. Muss ich ganz ehrlich sagen, die war wirklich ein Jahr da drin gesteckt. Und zum Schluss habe ich sie einfach ins Feuer reingeschmissen. Echt schon ein Jahr drin. Nix geht vorwärts. Nix! Verstehst? Ich hab Aufträge ohne End. Aufträge ohne End. Und der schafft nicht mit den Anjuan fertig machen. An Ansehen. Das würde zu viel verlangen. Ein einziger Auf. Ist euch schon mal auffallen, dass er David einen Zinken hat des Todes? Es kommt die Hochzeit! Der hat den Kleber noch geschmiert da unten, man sieht's hier. Als hätte er seine Frau besamt. Zwei Hochzeit gefeiert. Für alle, die es nicht wissen, Hochzeit nennt man in der Automobilbranche so, wenn bei einem LKW das Führerhaus mit der Karosse verbunden wird. Alle, die es nicht wissen, Hochzeit nennt man in der Automobilbranche so, wenn bei einem LKW das ohne Worte Führerhaus mit der Karosse verbunden wird. Das wissen die Leute schon. Glaube ich nicht. Jetzt wisst ihr es. Jetzt wissen sie es. Kann man nämlich auch was lernen. Looking. So, das machen wir jetzt noch viermal, oder? Und dann haben wir das schon mal fertig, das Grundgestell, oder? Oh Gott, das ist irgendwie ganz komisch. Das war die Bimmelnasen. Müssen wir zwingen, zusammenzwingen? Machen wir das andere Ding und das müssen wir noch abschleifen, du. Dass es schön ausschaut. Schreibt's mal in die Kommentare, ob das gut ist, so einen Ofen hier zu befeuern in einem geschlossenen Raum. Schwierig. Warum? Weil das nicht ganz rechtens ist. Ganz schwierig. Sag's nochmal? Ganz schwierige Sache. Also meine lieben Freunde, wir haben jetzt das hier geklebt und in die Mitte haben wir jetzt einen Nagel gemacht. Nagel. Das ist halt ein Schrauben, aber... Ein Nagel, das ist ein Schrauben. Ich nenne es einfach mal Nagel. So. Ein Gewindenagel. Und jetzt machen wir da mit Schnur einen Kreis. Wir haben es mal schon angezogen, aber der gefällt mir nicht. Du musst ein wenig einen Stift dran binden. Deine Gichtfinger. Ich hab mir immer Schuh mit Klettverschluss, weil ich Schuh nicht binden kann.
gleich seine Nasen hin. Product Placement. Gleich ist deine Nasen hier, habe ich da gesagt. Und zwar deshalb, weil ich dem David vorher die Nase gebrochen habe. Wenn ihr wisst, warum, fragt ihn einfach selbst. Was? Komm, jetzt machen wir gescheiter. Product Placement. Das gilt für Tina. Guckt ihn euch an. Als hätte es gelernt. Das macht er aber schief. Da macht er aber einen schönen Kreis rum, wisst ihr euch eigentlich. Mit dem Mund schief. Nein! Im Gegensatz zu deiner Idee besser. Auflösung in 3, 2, 1. Was ist denn das für Versatz du jetzt? Also jetzt reicht's, David! Da passt ja gar nichts zusammen, du! Was ist denn jetzt das für Kreis? Zugredet. Fusche. Du bist ein wenig verarscht. Fusche. Ey, deine Mutter, Eier! Ich kann ja gar nicht werden, weil die Schnur sich rumwickelt. Ja, schon, aber trotzdem. Du musst eigentlich so Schlaufen machen, so eine und die da rumlegen, weil dann ist immer der Zettel am Start. Was wollte ich ja eigentlich machen? Das war's mal jetzt schon, oder was? Jetzt haben wir das Schild ausgeschnitten, jetzt müssen wir bloß noch da. Leute, ja, das ist so peinlich. Und das dann? Schildbuckel. Schildbuckel, genau. Schildbuckel. Richtig. Wisst ihr, was das ist? Wer es errät? Schreibt's in die Kommentare. Hat bis heute noch keiner in die Kommentare geschrieben, was es ist. Ich löse es einfach auf. Es war aber Farbdeckel da. Vom Farbeimer der Deckel. Also Ritti hat's erraten. Und das da ist ein Hundenapf. Riecht komisch. Wir haben uns jetzt anders entschieden. Wir nehmen den Hundenapf. Schaut viel schöner aus als die mitten. Leg's mal bitte auf die. Schaut nicht viel schöner aus, sah scheiße aus. Leg's mal bitte drauf. Genau so wollen wir es drauf machen. Schaut besser aus als der scheiß Dreck da. Also könnt ihr euch die Haare schmieren. Und ich hab's geschliffen! Geschliffen hab ich's! Hat er nicht. Da siehst du, dass mir da Bier fehlt. Das brauchen wir nicht. Das ist mir geil, was er da hält, Digga. Der hat aus einer Zahnseite einen verschissenen Zahnstocher und einem Kieselstein eine Bombe gebaut. Und wir machen aus einem Hund in Nacht. Verkackten Schildbubbel. Finn Kliemann, wir kommen bald zu dir! Finn Kliemann, was soll die Scheiße? Die letzte Feinschläge. Naja. Guck dir den Scheiß an. Pfusch. Das Ding schaut aus wie Scheiße und ach Gott. Ach, so lange ist es noch nicht, dauert schon noch ein wenig, bis fertig ist. Meine Güte. Guckt euch den Schildbuckeln Futternapf an. Gut aus, du. Das sieht richtig gut aus, du. Sag ich, du. Also das war eine gute Idee von David, du. Du hast ja den Scheiß voll in der Fizier, nicht ich. War eine gute Idee, ehrlich, oder? Besser als der Blechkübel, du, der andere, oder? Ich hab bloß zur Verfügung gestellt, weil ich gesagt hab, der steht bei mir. Ein Schrock. Ich hab Köder, ich hab bloß Katzen. Aber Köder sind auch cool. Ich hab jetzt hier die Hälfte nochmal. Wieso machen so ekelhaft braunrot? Eine Phase gemacht, dass es allgemein so ausschaut. Und jetzt versuche ich dieses Motiv hier, dieses Brett zu machen. Ich habe jetzt diese Vorlage hier ausgeschnitten und aufgemalt. 60.000 Stunden hat es gedauert. Ich muss es korrigieren. Nicht ganz so lang, aber kommt gut hin. Ich habe euch das ganze Angemale jetzt mal erspart. Das war sehr viel Arbeit. So. So viel Arbeit war das nicht. Schaut's jetzt aus. So, und hier oben kommt noch ein Eisenband hin.
eine Eisenbahn hin. Deswegen echt ausschaut. So, das war's. Wenn euch das gefällt, schreibt's in die Kommentare. Wenn nicht, dann nicht. Genau, das ist mein Wort immer noch. Wenn nicht, dann nicht. Viel Spaß. Viel Spaß. Bevor ich es vergesse, abonnieren nicht vergessen. Aber nicht vergessen. Leute. Das Video war gar nicht das Bild perfekt, das ist perfekt. Da oben stecken die Messer, sehe ich gerade. Eine Scheiße vom Feinsten. Der Bart ist total im Arsch. Die Brille, naja, gut, geht auf. Also Leute. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr es nicht schon habt. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.